Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern vom SC Preußen Münster, wo wir im Halbfinale des European International Cups in Dänemark stehen. Und dort treffen wir auf den FC Twente Enschede aus den Niederlanden, die in ihrer Gruppe B als Gruppensieger hervorgegangen sind. 3 Siege in 3 Spielen und kein einziges Gegentor. Die Holländer sind auf jeden Fall heute klarer Favorit gegen den Bundesliga-Neuling aus Preußen Münster. Und wir sind schon sichtlich aufgeregt, wenn man so auf die Glatze von Ulrich Bapo schaut. Was ist denn da los vor der Grafikfeder, oder? Die funkelt vor Hoffnung und funkelt vor Glück oder so. Auf jeden Fall steht Ulrich Bapo, das wollte ich jetzt irgendwie damit sagen, heute in der Startelf. Insgesamt 4 Veränderungen gegenüber dem Sieg im letzten Spiel gegen Arsenal Tula. Denn heute zwischen den Pfosten steht Christoph Böhm. Ole Kittner kommt neu in die Mannschaft anstelle von Rösela. Eben der genannte Ulrich Bapo, dessen Glatze wirklich funkelt. Was ist denn da los? Er kommt auf jeden Fall rein für Clint Lehmanns. Und im Sturm darf heute Lukas Höhler von Beginn an ran, neben Martin Kobidanski, der bis dato alle 3 Turniertore für uns erzielt hat. Stadion Eder, 17. Juli 2019. Wieder 20 Uhr Anstoß. Lauritz Tillissen ist heute der Schiedsrichter bei bewölktem Wetter im Hochsommer in Dänemark. In dieser Saisonvorbereitung, die bis dato, ja, ich denke, ganz okay verlaufen ist. Zum Auftakt das 1-0 gegen Parma. Mühevoller Sieg. Dann die klare Niederlage, muss man eigentlich klar sagen, gegen den FC Midtjylland. Und im letzten Spiel die bis dato beste Turnierleistung. Gegen Tula 2-1 gewonnen. Wir haben es mal wieder unnötig spannend gemacht. Einen Elfmeter verursacht. Die Russen kamen nochmal dran, aber konnten den Ausgleich Gott sei Dank nicht mehr erzielen. Deswegen sind wir heute als Gruppenzweiter im Halbfinale im European International Cup gegen Twente. Und da kommen die Mannschaften auch schon aufs Spielfeld gelaufen. In der anderen Partie, im anderen Halbfinale, trifft Arsenal Tula auf Cremona. Meines Wissens nach italienischer Zweitligist. Ich weiß nicht mal, aus welcher Liga die eigentlich kommen. Auf jeden Fall ein kunterbuntes Teilnehmerfeld hier im European International Cup. Und der Topscorer, oder vielmehr der beste Torjäger, ist Martin Kobidanski im aktuellen Turnier. Hier nochmal groß im Bild. Der Mann, der vor wenigen Tagen seinen Vertrag um 3 Jahre verlängert hat. Zur großen Freude aller Preußen-Münster-Fans. Wir gucken erstmal auf die Startelf von Twente mit Drommel, junger Nachwuchskeeper im Tor. Hulucek, Bien, Sainsbury, Thea West in der Viererkette, Moreira, Jensen davor, Zimral, Asaidi über die Außen, Vuksic, vom Namen her wohl der bekannteste, und Osterweg, die einzige Sturmspitze. Denn Harris Vuksic war auch mal in England in der Premier League aktiv, als Newcastle United noch vor einigen Jahren in der ersten Liga gespielt hat, vor dem Wiederaufstieg. Galt damals als sehr großes Talent, mittlerweile also hier in Holland aktiv. Und nochmal unsere Startelf im Überblick. Wie erwähnt, 4 Veränderungen. Böhm, Kittner, Bapo und Höhler neu dabei im mittlerweile eingespielten 5-3-2-System. Und der Torwart geht voran. Der 18-jährige Ulrich. Christoph heißt er mit Vornamen. Christoph Böhm. Nochmal mit ein paar Motivationsworten. Das ist Lauritz Tillissen. Natürlich ein dänischer Schlussmann. Was laber ich denn hier schon wieder für ein Müll? Der dänische Referee natürlich hier im dänischen Vorbereitungsturnier. Der FC Twente, traditionell ganz in Rot gekleidet, hat angestoßen, spielt im ersten Durchgang von links nach rechts. Und der bullige Stürmer von Osterweg gleich mal mit dem ersten Ballverlust gegen den anderen Stürmer, gegen Lukas Höhler. Erster Spielaufbau, Martin Kobylanski steckt durch zu Toko. Der mit der Drehung vorbei an allen. Nzotzi Toko und die Latte steht im Weg. Zweite Möglichkeit. Nochmal José Matos. Technisch anspruchsvoll, aber wartet zu lange gegen Hitte. Thea West, der Rechtsverteidiger. Der ist dem einen oder anderen vielleicht noch aus dem letzten Karrieremodus bekannt. Der Rechtsverteidiger damals von Eugen Eukalyptus nach Bochum transferiert worden. Ritzi
Wieder guter, kluger Ball zu Kammerbauer. Zurück zu Rizzi. Und dann Tocco mit ein bisschen Glück durchs Zentrum, aber dann der ungenaue Pass. Der FC Twente hier gleich mal von Beginn an unter Druck. Rizzi. Ah, der war mit Ansage zu optimistisch gespielt von Kapitän diesmal. Twente dazwischen. Baut über die rechte Seite auf, oder versucht es zumindest. Lukas Höhler, sehr laufstarker Mittelstürmer, holt sich da den Ball von Thea West und leitet den Gegenzug ein über Tocco. Nimmt Höhler mit. Doppelpass, wieder Tocco, wieder abgefälscht. Diesmal allerdings Drommel mit der sicheren Parade. Muss den Ball diesmal nicht ans Aluminium lenken. Also starke Anfangsphase hier der Preußen aus Münster, dem Bundesliga-Aufsteiger. Holucek, der tschechische Linksverteidiger, auch dem einen oder anderen bestimmt noch bekannt aus seiner Zeit beim ersten FC Nürnberg. Matosch, wieder so ein punktgenaues Zuspiel, aber dann der leichte technische Fehler. Einwurf für die Roten. Sainsbury, der Australier, auf Jensen. Thea West. Moreira, der Portugiese. Nächster leichter Fehlpass. Was ist denn mit den FC Twente hier los? Im bisherigen Turnierverlauf noch ohne Gegentor geblieben. Das könnte sich aber, wenn das so weitergeht, durchaus schnell ändern. Höhler, Kobidanski. Oh, Idee war gut. Aber Höhler kommt dann auch irgendwie über Umwege zum Kopfball. Aber aus der Distanz bekommt er dann nicht genügend Druck hinter, sodass er den Keeper irgendwie gefährden könnte. Was ist mit dem FC Twente? Regelmäßig auf einem einstelligen Tabellenplatz in der Ehrendivisie in Holland zu finden. Bis dato noch ohne Offensivdrang. Bis jetzt. Jetzt war der erste versuchte Abschluss. Geblockt vom Mann mit dem Helm, Klaus Gerzoda. Matosch. Dann der lange Ball von Bapo Richtung Kammerbauer, aber gut verteidigt da. Gut zurückgelaufen. Und den Ball abgefangen von den Niederländern. Jensen, der junge Finne, interessanter Mann, sehr laufstark. Asaidi, der Marokkaner, sehr dribbelstarker Mann. Bringt die Flanke zu Osterweg. Aber Ulrich Böhm, ich sag schon wieder Ulrich, wie komme ich auf Ulrich? Christoph Böhm natürlich. Unser junger Schlussmann hat den Ball ganz safe. Nächster Angriff über Matosch, der mir im letzten Spiel gegen Tudor sehr gut gefallen hat. Der 24-jährige Spanier, hier allerdings mit dem Fehlpass. Gegenzug Moreira, Rizzi gut dazwischen und dann etwas überhastet geklärt von Patrick Kammerbauer. Buducek macht es da allerdings fast nochmal spannend gegen Lukas Höhler. Osterweg, Moreira, gut dazwischen von Schwers, hat ein bisschen Pech. Gegen Osterweg, das ist Vukcic. Kittner mit dem Block, nochmal geblockt von Schwers, aber zweimal die Abpraller wieder zu den Holländern, zu den in Rot gekleideten Spielern. Und dann der Abstoß. Osterweg wird es ein bisschen zu präzise machen. Ball geht, pure Energie, auch coole Werbung, geht dann doch etwas über das Tor von Christoph Böhm drüber weg. Halbe Stunde durch, mittlerweile ein ausgeglichenes Spiel. Twente findet ein bisschen besser rein und kommt auch zu Torabschlüssen. Jetzt allerdings Matosch mit einer Menge Grün vor sich. Klasse Ball zu Bapo, der leitet weiter zu Kobi Lanski. Hätte vielleicht sogar noch ein, zwei Meter gehen können. So wieder Drömmel, der Schlussmann dazwischen, kann den Ball sogar festhalten. Und Gegenzug über Moreira für den FC Twente. Aber Rizzi dazwischen. Gewohnt stark dazwischen gegangen. Jetzt allerdings mit dem Fehlpass. Könnte teuer werden. Allerdings sind wir dann noch in Überzahl. Noch in Überzahl, denn wir finden gerade keinen Zugriff. Und so der Abschluss. Ich glaube, leicht abgefälscht. Und Christoph Böhm kommt mehr und mehr in den Fokus. Zu, nicht zum Verderben, sondern zum Unwohlsein von Fridolin Feige. Nächster Fehlpass. Preußen Münster jetzt völlig von der Rolle, gerade in dieser Phase. Der Ball in die Spitze, gut abgefangen von Leon Schwers. So, jetzt mal ein bisschen Ruhe in die Sache bringen. Ulrich Bapo. Die erste halbe Stunde, die Preußen klar überlegen. Aber sie haben so ein bisschen den Faden verloren. So sieht es aus. Höhler, klasse Zuspiel. Tocco. Tocco will nochmal zurücklegen. Das war doch mal wieder ein gut vorgetragener Angriff. Nur der letzte Pass hat mal wieder
Gefehlt. Babo. Matosch. Witzi. Babo. Weiter zu Toko. Zurück zu Babo. Klasse gespielt. Und diesmal fehlte nur der Abschluss. Klasse Doppelpass zwischen Toko und Babo. Der visiert das lange Eck an. Aber der Ball zischt da am rechten Torpfosten vorbei. Glück für Drommel und den FC Twente. 3 Minuten noch bis zur Pause. Ein ausgeglichenes Halbfinale bis dato mit Chancen auf beiden Seiten und Fehlern auf beiden Seiten. Michele Rizzi dazwischen. Kobylanski zieht nach innen. Kobylanski! Und das zweite Mal Alupech für die Preußen. Okay, gegen Ende muss man sagen, haben die Preußen dann doch noch wieder ein Chancenplus sich erarbeitet. Aber das Tor halt nicht gemacht. Deswegen weiterhin torlos 0:0. 2 Minuten Nachspielzeit. Letzter Angriff wahrscheinlich im ersten Durchgang. Den kann Ole Kittner gerade noch so bereinigen. Immer noch kein Pausenpfiff. Doch, jetzt. Wo Kammerbauer hätte nochmal laufen können. Sei es drum. Keine Tore, trotzdem gutes Spiel, was hier die Fans im dänischen Waldstadion zu Gesicht bekommen. Das Einzige, was fehlt, das Einzige, was fehlt, sind noch die Tore. Zwischen den FC Twente und Preußen Münster. Halbfinale, Halbzeit, European International Cup. Liebe Freunde, auch im anderen Halbfinale sind noch keine Tore gefallen zwischen Arsenal Tula und Cremona. So, und die Frage ist, wollen wir wechseln? Werden wir wechseln? Was für Wechsel wird es geben, wenn es Wechsel gibt? Jetzt ist das Wort Wechsel so häufig gefallen, dass ich eigentlich gar nicht wechseln will. Denn wir machen erstmal ohne Veränderung, ohne Wechsel weiter. Die zweiten 45 Minuten angestoßen von Lukas Höhler. Ich würde sagen, wir müssen einfach unsere Taktik, unsere Spielweise beibehalten. Dann fällt hoffentlich irgendwann das Tor. Hoffentlich kein Gegentor. Glück gehabt, dass der Ball da vom Twente-Spieler zu weit weggesprungen ist. So hat Höhler den Ball, muss allerdings erstmal warten, bis da Leute nachrücken. Michele Rizzi gegen Vucic. Erstmal wieder auf Nummer sicher den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen. Kammerbauer, klasse Zuspiel für Toko. Und Zotzi Toko mit der Flanke. Oh, Ulrich Babo, ein Kopf zu klein. Höhler und klasse da in den Schuss geworfen von Jensen, den jungen finnischen Nationalspieler. Im Liegen den Ball dann noch rausgespitzelt. Schöne Aktion. Gegenzug. Kammerbauer kommt da zu spät. Da muss versuchen, Toko auszuhelfen. Kann die Flanke nicht verhindern. Aber Kittner im Zentrum. Dazwischen. Gegenzug. Michele Rizzi. Mit ungewohnt viel Offensivdrang. Kobylanski läuft in Position. Aber Babo bekommt den Ball. Links raus zu Matosch. Der zieht die Flanke. Höhler nur zweiter Sieger. Zweiter Ball. Michele Rizzi aus der Distanz. Abgefälscht. Es gibt die Ecke. Für die Preußen. Wow, und habt ihr diese unsichtbare Anzeigetafel gesehen? Das ist ja Wahnsinn. Die armen dänischen Vereine können sich nicht mal Anzeigetafeln leisten. Das ist wirklich schon sehr traurig. Van der Heijden kommt übrigens für Vucic in die Partie. Und es gibt die Ecke Michele Rizzi. Kobylanski kommt da nicht dran. José Matos. Leon Schwers. Gute Grätsche da von Moreira. Asaidi, TA West und Twente kann erstmal das Spiel neu aufziehen. Osterweg muss den Ball halten, macht das aber schlecht. Rizzi dazwischen. Und jetzt der Gegenzug, Lukas Höhler im 1 gegen 1 vorbei. Lukas Höhler, bisschen zu viel Rücklage, Ball geht über den Kasten hinweg. Und jetzt werden wir auch nochmal wechseln. Nach gut einer Stunde hat sich Kammerbauer schon wieder ein bisschen müde gelaufen. Problem ist, wir haben jetzt keinen direkten Ersatzmann auf der Bank für die rechte Seite. Aber Nico Rinderknecht kann das, denke ich, durchaus mal spielen. Ist ja einfach nur mal ein paar Minuten, eine halbe Stunde, wo er da mal eben ran muss. Und ich glaube, wir bringen auch mal Della Fiore. Ich möchte Kobylanski eigentlich nicht rausnehmen. Deswegen geht Lukas Höhler und eben Gianluca Della Fiore für hoffentlich noch mehr Spielwitz. Kommt in die Partie, wieder die unsichtbare Anzeigetafel, grandios. Ach ja, immer wieder kleine, nette Details, die dort
und da mal fehlen. Doppelwechsel also, 59. Minute. Della Fiore jetzt an der Seite von Kobidanski. Hier ist er gleich mal zuerst am Ball und bedient Kobidanski, aber stark verteidigt da von der Innenverteidigung des FC Twente. Genau im richtigen Moment noch das Bein rausgeholt und diesen Schuss, diesen möglichen Schuss zu blocken. Bapo, Gegenzug wieder, Della Fiore, Kobidanski, Della Fiore, oh, da habe ich Rinderknecht schon ein bisschen weiter vorne vermutet. Rinderknecht, oh, in seiner neuen Rolle findet er noch nicht so richtig zurecht. In die Hacken von Rizzi gespielt, aber der Kapitän, oh, wird hier umgesetzt. Holt sie den Ball zurück und holt hier den Freistoß. Und das gibt die erste gelbe Karte. Unnötig von Jaromir Zmral. Auch ein sehr interessanter Name. Rizzi, ja, ganz klar. Gibt's keine zwei Meinung. Zum Glück nicht noch ein weiterer Verletzter. Denn Joel Faniv hat sich ja im zweiten Gruppenspiel schon verletzt. Und im letzten Spiel gegen Tula ist unser junger Nachwuchsneuzugang aus Duisburg, Sascha Esser, mit einem Zehenbruch ausgewechselt worden. Fällt für ganze zwei Monate aus. Natürlich bitter für den 18-Jährigen. Nächster Fehlpass da. Aber wieder Fehler von Osterweg. Der bekommt erstmal den Ball von Giassola in die Magengegend geschossen. Das tut weh. Da kann einmal ganz kurz die Luft wegbleiben. Asaidi, marokkanischer ehemaliger Nationalspieler. Fehler erneut von Osterweg. Der ist technisch nicht der Beste am Ball. Hat man jetzt schon diverse Male beobachten können. Giassola. Dapo, zurück zu Kittner. So, und jetzt so auf Höhe der Mittellinie zieht sich der FC Twente dann doch wieder ein bisschen weiter zurück. Michele Rizzi, wechselfreudig? Nein, eindeutig nicht. Haben wir ja im letzten Part kurz gesehen. Erzgebirge Aue wollte unseren Kapitän abwerben. Aber warum sollte der Kapitän eines Bundesliga-Aufsteigers zu Erzgebirge Aue wechseln? Guter Ball in die Spitze. Aber Asaidi, nur zweiter Sieger gegen Ole Kittner. Ich weiß übrigens nicht, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht, geht es dann direkt ins Elfmeterschießen oder gibt es dann erst noch Verlängerung? Ich bin mir dessen gar nicht so sicher. Kobidanski, super Zuspiel für Della Fiore. Der bekommt den Ball noch. Ja, Della Fiore. Flanke, aber zu flach. Rinderknecht holt den Kopfball. Aber Zmral hat den Ball am Ende und kann den Gegenzug eventuell einläuten. Osterweg. Vorbei an Giassola, vorbei an Rizzi. Aber dann doch wieder der Rückwärtsgang und Bapo kann dazwischen gehen. 12 Minuten noch bis zum Abpfiff, bis zum Ende der regulären Spielzeit. Al-Hassameh wird nochmal kommen. Für Matos, der auch sich ein bisschen müde gelaufen hat. Und ich denke, wir bringen auch nochmal Waschewski anstelle von Bapo. Kobidanski geht dadurch ein bisschen zurück. Und Waschewski natürlich neben Della Fiore in die Sturmspitze. Kittner. So, Matos. Nochmal einen Sprint anziehen. Nee, er bleibt dann doch lieber hinten. Stattdessen durchs Zentrum über Rizzi. Rechts ist eine Menge Platz. Für Rinderknecht. Ah. Aber man merkt, Nico Rinderknecht als Rechtsverteidiger hat er noch nie gespielt, fühlt er sich auch nicht so wirklich wohl. Gegenzug. Langer Ball, Giassoda, Schwers gewinnt das Kopfballduell. Rizzi. Bapo, Della Fiore, Kobidanski ins Abseits gestartet. Della Fiore, Bapo ein zweiter zu Matos, der zieht nochmal an und bringt eine ordentliche Flanke. Seine beste bis dato in diesem Spiel. Della Fiore per Flugkopfball, ein Tick zu spät. Foulspiel von Bapo, Vorteil und der wird jetzt abgepfiffen. Das war seine letzte Aktion, Ulrich Bapo. Trotzdem ordentliches Spiel. Hier nochmal die wunderschöne, unsichtbare Anzeigetafel. Während Tom Böhre für Osterweg, der glücklos blieb, in der Sturmspitze reinkommt. Und bei uns also Waschewski und Jeron Al-Hassameh jetzt mit neu in der Partie. Van der Heiden. Asaidi gegen seinen neuen Gegenspieler Al-Hassameh, der fügt sich nicht gut ein. Ter West mit aufgerückt, aber ohne Kittner. Mister zuverlässig, gut dazwischen. Und Leon Schwers holt am Ende noch den Abstoß raus.
Und wisst ihr was? 88. Minute, wir werden auch unseren letzten Wechsel noch vollziehen. Abwehrchef Yasoda. Die Anzeigetafel werde ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Abwehrchef Yasoda geht und Rösela darf nochmal ein paar Minuten ran. Der Mann, der lange in Holland bei Fendo gespielt hat. Langer Ball. Twente geht hier nochmal sehr offensiv zu Werke. Die wollen also hier noch vor der regulären, vor dem regulären Schlusspfiff den Sieg holen. Nico Rinderknecht. Und schwer ist erstmal mit der Verlagerung. Jeron Alhazameh. Gegenzug. Jetzt der lange Ball. Klasse Zuspiel. Baschewski auf und davon. Della Fiore van der Heiden. Dazwischen. Riesenchance. In der Nachspielzeit. Durch diesen Konter. Klasse Zuspiel war das. Von Kobylanski müsste es gewesen sein. Stattdessen nochmal der Gegenzug. Aber Alhazameh. Ohne V-Spiel. Dazwischen. Und dann ist Schluss. Keine Tore im Halbfinale zwischen Twente und Preußen Münster. Und jetzt ist die Frage, Verlängerung oder direkt Elfmeterschießen. Direkt Elfmeterschießen. Na, herzlichen Glückwunsch. Wen wollen wir denn da mal schießen lassen? Kobylanski wird zuerst. Oder Rizzi macht als erstes. Kobylanski. Alhazameh hat einen guten Elfmeterwert. Della Fiore, Waschewski. Machen wir das mal so. Ich hasse Elfmeterschießen. Aber gut, dann mal gucken. Haben wir das nötige Glück? Oder haben wir Pech? Böhre gegen Böhm. Das nenne ich Glück. Doppelpfostenschuss von Böhre. Michele Rizzi. Ganz sicher ins rechte Eck. 1-0. Vorteil Preußen Münster. Trent Sainsbury. Der Australier, der Innenverteidiger, nimmt sehr viel Anlauf. Auch den kennen wir noch aus diversen Let's Plays. Und Christoph Böhm hält. Kobylanski. Der nächste. Und er verzieht am Tor vorbei. Weiterhin nur 1-0. Asaidi macht Kobylanski gleich. Immer noch nur 1-0. So, Della Fiore darf als nächstes und schießt den gegnerischen Torwart an. 6 Schüsse, ein einziges Tor. Und was nimmt er denn für einen Anlauf? Holojack, der Linksfuß gegen Böhm. Ausgleich 1-1. Baschewski, wir sind immer noch etwas im Vorteil. Baschewski, ziemlich mittig, egal, 2-1. Das heißt, Twente muss jetzt treffen. Christoph Böhm gegen Zimral. Auch er mit viel Anlauf. Und Böhm nicht ganz dran. 2-2. Aber jetzt hat Jeron Alhazameh die Chance zum Siegtor. Alhazameh macht's! Preußen Münster steht im Finale des European International Cups. Ein kurioses Elfmeterschießen. Allein der erste Elfmeter von Böhr, der Doppelpfosten. Es wäre so typisch gewesen, wenn der Ball noch reingekullert wäre. Oder der Ball irgendwie vom Rücken von Böhm reingegangen wäre. Aber nein, so ist es nicht gekommen. Hier nochmal der entscheidende Strafstoß. Jeron Alhazameh. Ganz sicher oben links ins Eck. Zum Sieg nach Elfmeterschießen. 0-0 nach 90 Minuten. Oh, guck mal. Ah, ich dachte gerade, das wäre ein Zwillingsbruder von Fridolin Feige. Nein, er hat nur die gleichen Klamotten, den gleichen Modegeschmack anscheinend. Auf jeden Fall Glückwunsch, Preußen Münster. Wir stehen im Finale. Es war eine pure Energieleistung von beiden Mannschaften. Aber Münster hat heute das Quäntchen mehr Glück gehabt. So kann man zusammenfassen. Finale hier we go. Und mal gucken, gegen wen wir dort spielen müssen. Auch wenn ich sagen muss, ja, 10-5 Schüsse. Ich denke, wir sind schon verdient ins Finale eingezogen. Toko übrigens Man of the Match. Alles klar? Gute Mannschaftsleistung mal wieder. Und wir stehen also
Im Finale gegen Cremona. Die haben sich mit 1:0 gegen Arsenal Tula durchgesetzt. Interessant. Und was mich jetzt wirklich auch interessieren würde, aus welcher Liga kommen die denn? Können wir das irgendwie feststellen? Wir können ja mal ganz kurz auf die Spielerstatistik gehen. Nein, auf die Spielerstatistik wollte ich gar nicht, auf die Teamstatistik. Wo sind sie denn? Cremona. Das Logo sagt mir auch schon mal gar nichts, aber ich glaube, das ist ein italienischer Zweitligist, oder? Ja, italienischer Torwart schon mal. Uicani, das ist auch sogar ein relativ bekannter. Der hat mal bei Palermo gespielt, der Mann aus dem Kosovo. Francesco Stanco, Stefano Scapini, Andrea Briganti, Luca Di Gaudino, Antonio Piccolo. Ja, das ist eindeutig eine italienische Mannschaft. Ist wahrscheinlich ein italienischer Zweitligist. Können wir mal ganz kurz gucken, mal andere Ligen. Vielleicht erzähle ich auch gerade kompletten Unsinn und die sind mittlerweile in die Serie A in die erste italienische Liga aufgestiegen. Das möchte ich eben einfach noch kurz gemeinsam mit euch gemeinsam überprüfen. Nein, in der ersten Liga sind sie definitiv nicht, sondern hier in der Calcio B, in der Serie B also vertreten. Also Preußen Münster eigentlich sogar leichter Favorit im nächsten Spiel. Pressekonferenz ist uns egal. Turnierpreisgeld, wir bekommen weitere 1,2 Mille auf unser Guthaben. Und der VfL Bochum bietet, das ist doch ein Witzangebot, oder? Der VfL Bochum bietet 1,5 Mille für Joel Fanif, der aktuell ja noch verletzt ist, also im Finale leider auch nicht mitwirken kann. Joel Fanif hat einen Marktwert von 1,5 und der VfL Bochum bietet 1,5. Da bin ich ja nicht mal zum Verhandeln bereit, sondern lehne direkt wieder ab. Auch da wieder die Frage, warum sollte Joel Fanif bei einem Bundesliga-Aufsteiger so gut wie gesetzt eigentlich, wenn er fit ist, warum sollte er zu einem Zweitligisten wechseln wollen? Und wir haben einen Profit, ein Plus-Profit, um genau zu sein, 866.000, Transferbudget haben wir sogar noch 3,8 Millionen Euro. Da können wir unser Budget vielleicht mal eben ein bisschen verlagern. So auf 30.000 Gehaltsbudget oder sowas, das sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben also wieder ein bisschen Kohle zur Verfügung und wir müssen ja auch noch ein, zwei Verträge auf jeden Fall verlängern. Und wisst ihr was, das könnten wir sogar vielleicht jetzt noch eben in Angriff nehmen. Nachdem wir nochmal auf die Transfers geschaut haben. William verlässt den VfL Wolfsburg nach 2 Jahren wieder Richtung brasilianische Heimat für 10,3 Millionen Euro. Rico, der Keeper von Sevilla, wechselt nach Arsenal London für 37,6 Millionen Euro. Schon wieder einige Top-Transfers. Malo von Juventus zum FC Barcelona. Masuaku wechselt zum FC Bologna von West Ham United. Castagne wechselt zum FC Southampton. Suttner, ehemaliger Bundesligaspieler, wechselt nach Lokeren nach Belgien. Juan Fan, der Allstar, zu Feyenoord Rotterdam. 7,3 Millionen Euro. Dumbia, Seydou Dumbia, der ivorische Nationalspieler, wechselt zu Lazio Rom. Sporting Lissabon wird übrigens komplett auseinandergenommen. Longs, der ehemalige holländische Nationalspieler von Sunderland zu Hertha BSC in die erste Liga. Dafür holt der FC Sunderland als Ersatz John Ayew von Swansea City. Kappa wechselt für knapp 30 Mille zu Neapel. Konopianka verlässt den FC Schalke Richtung Betis Sevilla. Müsel, Lauterer eingewechselt, wechselt zu Wigan Athletic. Sag mal, was ist mit Sporting Lissabon los? Die verkaufen da wirklich alle ihre Stammspieler. Coates wechselt zum FC Valencia. Und den Rest haben wir schon so gesehen. So, wir stehen also im Finale, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, gegen Cremona. Und Kobylanski hat da sehr gute Chancen auf die Torjägerkanone. Sehr, sehr interessant. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ach so, genau, Verträge. Ich habe es auch vorhin noch gesagt. Zumindest könnten wir vielleicht schon mal eine Vertragsverlängerung in Angriff nehmen. Und ich glaube, ich würde zuerst gerne mit dem Kapitän, mit Michele Rizzi, einmal den Vertrag verlängern. Mal gucken, ich hoffe, er wird nicht allzu viel fordern. Natürlich, wenn er will, bekommt er eine Gehaltserhöhung ohne Wenn und Aber. What the fuck? Der Kapitän hatte bis jetzt die Rolle wichtiger Stammspieler und er sagt von sich aus, er ist mit Rotationsspieler zufrieden. Alter, das ist einfach ein Kapitän, wie er sein muss. Michele Rizzi. 2 Jahre will er verlängern. Wir machen ein Gegenangebot um 3 Jahre. Sprich, plus 2 weitere Jahre. Auch damit ist er einverstanden. Aber genau so stelle ich mir einen Kapitän vor.
bescheiden, sympathisch, dieser Italiener. Freigabesumme will er wahrscheinlich auch keine haben wollen. So, aber jetzt kommt's zum Eingemachten, denn er fordert 20.000 Gehalt. Einstiegsbonus 260.000 und nochmal 100.000 nach 5 Einsätzen. Den Bonus entfernen wir mal. Also die alteingesessenen Münsteraner fordern auf einmal nach dem Bundesliga-Aufstieg wahrscheinlich auch völlig zu Recht. Natürlich wissen die Spieler auch, wir sind jetzt Erstligist, verdienen uns eine goldene Nase und die wollen natürlich auch einen Teil des Kuchens davon abhaben. Kubilanskis Verlängerung war schon sehr teuer und Michele Rizzi wird wahrscheinlich eh nicht teuer werden. Trotzdem wollen wir mal versuchen, ein bisschen zu verhandeln. Vor allem der Einstiegsbonus ist mir ein bisschen zu heftig. Probieren wir erstmal so. 18.000 Gehalt, 160.000 Einstiegsbonus. Ja, immerhin, er kommt uns trotzdem ein bisschen entgegen. Aber wir versuchen nochmal zu verhandeln. Zumindest vom Einstiegsbonus. Da möchte ich auf jeden Fall zumindest auf 200.000 irgendwie runterkommen. Und beim Gehalt gehen wir mal auf 19,5. Ah, guck mal, er kommt uns tatsächlich mal ein bisschen entgegen. Sehr, sehr schön. Also, Michele Rizzi, nach der Vertragsverlängerung von Kubilanski, bleibt auch unser Capitano Preußen Münster weitere 2 zusätzliche Jahre erhalten. So, und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal alle 2 Wochen oder so, dass wir uns da einen Spieler nach dem anderen zur Brust nehmen und da versuchen, die Verträge zu verlängern. Kammerbauer ist mir zum Beispiel auch einer, den ich gerne so schnell wie möglich verlängern wollen würde. Ist das jetzt ein schlechtes Omen? Wir haben einen Profit von plus 666.000. Die Zahl des Teufels. Will mir das Spiel damit jetzt irgendetwas sagen? Ich bin ja jemand, der glaubt nicht an Zufälle. Das gibt's doch einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich davon jetzt halten soll. Ich würde sagen, wir ignorieren es erstmal und gehen 3 Tage voran zum 21. Juni, denn da steigt das große Finale gegen Cremona, den italienischen Zweitligisten. Simulation wird nicht gestoppt, doch jetzt wird sie gestoppt. Pünktlich zum Finale im European International Cup. So, wir bekommen noch einen Abschlussbericht zu Vanja Petric und den würde ich mir sogar gerne noch mal ganz kurz anschauen, denn das war ja der hochtalentierte Innenverteidiger, der auf unserer Wunschliste steht und ablösefrei zu haben wäre. Mal kurz nach Position sortieren, da haben wir ihn. Hat eine Gesamtstärke von 72. Gehaltstechnisch locker zu bezahlen. Und wir sehen jetzt auch seine kompletten Werte. Physische Stärke 80, Sprungkraft 87, Aggressivität 77, Balance ist für einen Innenverteidiger auch sehr gut, Beweglichkeit 69 ist auch gut. Also die physischen Werte für einen Innenverteidiger sind wirklich sehr, sehr stark. Wie groß ist er? Und er ist sogar 1,94 lang, 88 Kilo schwer. Faire Zweikämpfe ist er stark, Kopfball ist er stark. Also eigentlich müssen wir den direkt verpflichten. Vanja Petric. Aber ich möchte trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz warten, bis die anderen Spieler alle komplett fertig gescoutet sind. Zagadou, Nukan, Ramaljo und Udokai. Die 4 scouten wir aktuell noch. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass in dem Zeitraum, wo die Spieler gescoutet werden, uns niemand Petric wegschnappt. Denn ich glaube, den will ich wirklich sehr, sehr gerne verpflichten. Stärke 72. Das einzige Problem in Anführungszeichen ist halt, dass er ein zufallsgenerierter Spieler ist. Und ihr kennt meine Macken und meine Eigenheiten. Ich möchte halt nicht allzu viele zufallsgenerierte Spieler im Kader haben. Das ist das einzige kleine Manko für mich persönlich dabei. AS Rom gewinnt übrigens Rennen um Gagliardini, den Mann mit der Rücknummer 34. Ah, okay, ein Transfer jagt den nächsten. Aber gut, jetzt steht erstmal das Finale im Vorbereitungsturnier an. Beim nächsten Mal allerdings erst, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 18 Karrieremodus mit den Adlern von Preußen Münster. Und ich glaube, jetzt ist mir erst aufgefallen, werdet ihr wahrscheinlich beim Video, als wir gegen Parma gespielt haben, auch geschrieben haben,
Ich glaube, alle italienischen Zweitligisten haben wahrscheinlich keine Trikotwerbung, oder? Weil EA Sports wahrscheinlich die Lizenzen dafür nicht bekommen hat, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ihr könnt mich aber auch gerne in dieser Hinsicht mal wieder korrigieren, sollte diese Vermutung falsch sein. In dem Sinne, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.